Wir sind live neben Alexandra Palace und warten auf das letzte Viertelfinale. Die Partie von Phil Taylor und Gary Anderson. Und jetzt kommt das 133. WM-Match vom großen Phil Taylor. The Power! Ladies and Gentlemen, the time has come for you to meet a legend from Stoke-on-Trent, England. He has won over 100 televised titles. And now, ladies and gentlemen, for your entertainment, he is the record-breaking, history-making, 16 times the champion of the world! It's Phil! The Power! Zum ersten Mal muss Phil Taylor als erstes auf die Bühne. Yay, aber er ist da. Move it. Da ist er. Jetzt geht's rund, Freunde. George Noble, der Caller. Mit ihm shakert er so ein bisschen herum. Und jetzt kommt der Doppelweltmeister, der Flying Scotsman. Wir hoffen, dass sein Rücken in Schuss ist und dass er fit ist für ein echtes Match, für ein Fight. Wir warten auf den 60. Vergleich von Gary Anderson und Taylor. Taylor liegt vorne mit 39 Siegen. Und ich sag's einfach nur, das könnte eben der letzte Walk-on von Phil Taylor in seiner unfassbaren Karriere gewesen sein. Leute, ich habe alles 25 Sekunden darüber nach, und zwar jetzt. Nein. Taylor Wonderland. Hier sind alle im Taylor Wonderland. The Power. Yes, yes, das ist er live und in Farbe. Und jetzt wird hier mal ein bisschen mit richtig Randale in der Hütte performt hier. Old School versus New Kids on the Block. Die New Kids dürfen jetzt ins Bettchen gehen und von morgen träumen. Und Phil Taylor wird uns jetzt hier mit Gary Anderson natürlich, diese großartigen Jungs, werden uns jetzt hier ordentlich einheizen, damit wir auch nicht vor 4 Uhr ins Bett kommen. Also 17 Partien hat Anderson gewonnen gegen Taylor. Die letzten beiden konnte Anderson für sich entscheiden. Die spielen jetzt zum 6. Mal in 2017 gegeneinander. Auch Taylor hat seine 2 Matches gewinnen können. Vor der WM haben viele gesagt, das hier ist jetzt die Endstation.
Seit gestern haben sich die Dinge so ein bisschen verändert, weil Taylor ein richtig gutes Match spielte gegen Keegan Brown und Gary Anderson nicht wirklich überzeugt hat. Diese 13 Matchstarts, die er brauchte gegen Steve West, die waren irgendwie symptomatisch. Ja, aber ich fand das schon überzeugend, dass er sich so viel Zeit rausgearbeitet hat, 13 Matchstarts oder vielmehr dann 12 zu versemmeln und dann den Erfolg zu suchen. Also so ganz so viel Probleme habe ich da nicht gesehen. Aber von ja, Andrew Scheer bei Mitte 90, das war nicht der Gary Anderson. Es war aber auch nicht mehr gefordert. Aber schon richtig, also es war kein herausragendes Spiel von Gary, es war einfach ein gewonnenes Spiel. Aber er hat sich rar gemacht, er hat kaum irgendwie mit irgendwem geredet. Wollte sich dann nicht mit dem Thema belasten, wenn es Rückenprobleme gibt, dann lieber nicht breittreten, sondern in Ruhe mit sich selbst ausmachen. Das haben wir jetzt öfter gelebt bei der WM, dass sie dann auch mal ein Interview ablehnen und sagen, nee, das möchte ich schon mit mir selbst ausmachen. Und das kann, glaube ich, auch nicht jeder mal ein Interview dankend ablehnen. Ja, erste Mal, dass wir wirklich beide Spieler vor dem Match nicht sprechen konnten. Mhm. Keiner konnte das. Anderson wollte auch nicht zu viel über seine Rückenprobleme reden. Der will einfach jetzt zeigen, dass alles in Ordnung ist. Hat sich heute Morgen noch behandeln lassen. Management sagte, ja, ist alles in Ordnung, ist besser. Wird kein großes Problem sein. Erste 180 von The Power. Er hat gestern vor allem über seine tollen Finishes überzeugt. Er hat eine Doppelquote von 63% gehabt. Und wahrscheinlich wird er heute auch eine ähnliche Quote an den Tag legen müssen. Anderson ist wahrscheinlich im Scoring besser als Taylor. Aber wenn es darum geht, Legs zuzumachen, da könnte Taylor Vorteile haben. Mein lieber Mann. 133 WM-Matches in 25 BDC-Jahren. Er hat keine einzige Weltmeisterschaft ausgelassen. 29 WMs nacheinander. 16 Mal das Ding gewonnen, zuletzt 2013. Vor 2 Jahren gegen Emir das Finale verloren. Na, vor 3 Jahren. Jetzt geht der alte, berühmte Taylor-Plan auf. Lass Anderson anfangen, break ihn, hol dir dein eigenes Leg und dann bist du mit 2-0 vorne und kannst dieses Set mit dem nächsten Anwurf gewinnen. Und dann fängst du das nächste Set auch noch an. Der Dauerdruck steigt damit natürlich auf Anderson, der hier doch ein bisschen auf der Bremse steht. Eine Aufnahme mit 100 und mehr und eine Aufnahme mit 2 Triple-Treffern für Gary Anderson. 99 macht 84 Rest für Taylor. Anderson hat noch nicht den Fokus gefunden, hat noch nicht die Feinjustierung hinbekommen. 84, Triple 20, Doppel 12, könnte mit 2 Darts erledigt sein, ist mit 2 Darts erledigt. Der Dominator. The Power kommt gut rein ins Match. Ja. Er hat ja selbst gesagt, boah, gegen Doby war ich angespannt, das wollte ich gewinnen. Ich wollte nicht in der ersten Runde raus. Dann gab es diese komische Partie gegen Pipe, viele Buhrufe. Ja. Selbst Taylor sagt, das habe ich noch nie erlebt vorher in all meinen Jahren. Ich bin nicht reingekommen, ich konnte mich nicht konzentrieren. Er gewann es trotzdem mit 4-0. Und dann gestern gegen Keegan Brown. Junger Kerl, Baujahr 92. Mm-hmm. Den hatte er einfach im Griff. Das war zu viel für Keegan Brown. 110 Punkte vom Average her. Fantastischer Start hier für Taylor. Wie gesagt, er muss jetzt nicht zwingend einen Break machen. Er hat schon das Break für dieses Set, um es zu gewinnen im eigenen Anwurf in der Tash. Es ist der Flying Scotsman, der jetzt seine Treffsicherheit hier an den Tag legen muss und macht es. Schöne 84 Rest. Shorty Taylor hat immer wieder gesagt, dass er das Alter spüren würde, dass es ihm gerade auch schwerfällt, mehrere Matches an einem Tag zu spielen. Das fiel extrem auf in 2017.
Ist diese Distanz, meinst du, schon auch eine Frage der Kraft, eine Frage der Ausdauer? Ja, hier auf jeden Fall, klar, weil wir haben es ja gesehen, da bist du auf einmal eigentlich so weit vorne, dass du denkst, du bist durch mit der Nummer und dann kommt der Gegner nochmal, wie Raymond es getan hat und auf einmal wird dieses Spiel um locker eine Stunde verlängert. Du musst eine Stunde länger deine Konzentration auf dem Top-Level halten und deine dein Average auf dem Weltklasse-Niveau, weil dein Gegner heißt Gary Anderson. Das wird viel Kraft kosten, wenn Gary Anderson es schafft, ihn hier lange zu beschäftigen. Sprich, für den morgigen Tag wird das viel Kraft gekostet haben. Aber am Ende sehe ich doch, dass Taylor ihm hier ein gutes Spiel geben kann. Wir werden sehen, wie schnell Gary Anderson jetzt in die Spur kommt, um zu erfahren, wie lange es denn nun am Ende dauert. Kraft wird es Taylor auf jeden Fall kosten. Ja, jetzt geht's los. 2-0 vorne. Kriegt es nicht mit 3-0 gebacken. Anderson mit 100, er keine Triple. Und schon wird es wieder verlängert. Und ein 3-0-Set wird zu einem 5-Leg-Set. Kostet wieder Zeit. Und darüber zermürben. Ja, wird es dann schwierig. Und beide hier immer mal wieder mit auf und ab. Zweite Runde ging über Best of Seven, genauso wie das Viertelfinale. Da hat man bei Taylor nichts gemerkt. Also die Frage ist, ob er irgendwann mal in so ein kleines Loch fällt oder ob er wirklich die Konzentration über die komplette Distanz hochhalten kann. Das ist die erste 180 für den Flying Scotsman. 162 ist kein Finish. Also wenn Taylor jetzt eine gute Aufnahme spielt, zwei Triple will er haben, bekommt er den noch dahin? Oder? Ja, lieber auf Bull für das Shanghai Finish, 105. Dann kann er auf 20 bleiben, dreifach Single, Doppel. Set. Das sind nur 21, das sind nur 40, 122. Komisches Leck von Gary Anderson. Eine 100, eine 59, 180, 40 Punkte. Also jetzt die Triple 20. Ja, steht ein bisschen im Weg der erste, aber er kommt 20, dran vorbei. Jawohl, Set Dart. Hey, Shanghai Noon. Satz 1 geht an The Power, an den 57-jährigen Philip Douglas Taylor. Und er sieht gut aus. Ich habe einen Satz schon mal geholt. 100. Und vor allem bislang noch kein Fehler auf Doppel bei Phil Taylor. 100% Quote. Hast gesehen? Und auf Jobsuche. Er weiß nicht genau, der Mann kann sowas wie Rente nicht. Macht 200 Exhibitions klar und will noch ein Praktikum als Kameramann machen. Der Typ ist Arbeit. Und ich denke mal, dass Gary Anderson jetzt ernst machen will. Hat noch nicht so ganz zu seinem Spiel gefunden, konnte noch nicht dem Spiel auch seinen Rhythmus geben und uns Lex so wirklich von vorne dominieren, was wir von ihm kennen. Aber aufgepasst auf diesen Flying Scotsman, der hat in den letzten drei Jahren bewiesen, wie gefährlich er bei dieser Weltmeisterschaft ist. Der Set-Modus ist ihm auf den Leib geschneidert. Hat die letzten drei Jahre ja das Finale gespielt. Zweimal davon den Titel geholt. Einmal gegen ihn. Eine von vier WM-Niederlagen des Phil Taylor. 99. Bin mir sicher, dass Taylor diese Melancholie, oh Gott, vielleicht mein letztes Match und was mache ich dann und wie wird das sein? Die trägt er mit sich nicht rum, die hat er draußen gelassen. Das hat er im Vorfeld immer wieder gesagt. Das kommt nicht an mich ran, ich bin zu erfahren dafür. Und plötzlich war es doch da in Runde 1. Aber ich habe so, er ist jetzt im Modus. Er hat jetzt die Emotionen im Griff und unter Kontrolle. Und darum glaube ich auch, dass er ein gutes Match hier hinlegen wird. 132. 44 Punkte nur. Macht 88 Rest. Taylor noch kein Finish in seinem Leg. Ja, Lucky, Phil Taylor, der zweite fällt da mehr oder minder aus dem Triple 20er Segment raus. Anderson trifft die große 18 nicht oder Triple 18 für irgendein Dart auf ein Doppel. 109 kommt dann da um die Ecke geschlittert. Mal sehen, was Taylor damit anfängt. 120 hat er gecheckt. Triple 19 für Doppel 16. 80 Rest, nö. 70. Und wirft den Dart einfach rein, trifft die 4, weil er wohl denkt, dass Anderson das machen wird. Auf der Doppel 20, seinem Lieblingsdoppel. Genauso ist es auch. Das Break für
Die 3 der Setzliste gegen die 6. Phil Taylor. Post von Malko. Heute wird das Taylor Wonderland noch nicht untergehen, sondern noch mal richtig aufblühen. Malko? Dein Wort in Gottes Gehörgang. Alles richtig, was du sagst. Ich kann keinen Fehler sehen. Bekennender Taylor-Fan schuldig. Was soll ich tun? Ich bin auch nur ein Junge. Hashtag Darts-WM. Aber Anderson wir rocken ja seit ein, zwei Stunden den Deutschland-Trend. Ah, sehr schön. Twitter-Account at Elmar Paulke schreibt viele, viele Nachrichten. Und mit dem Hashtag Darts-WM, sie erreichen uns tatsächlich hier am Kommentatorenplatz. Auch Instagram-Account Elmar-Paulke. Hier kommt nochmal auch die Facebook-Seite. Auch da ist wirklich viel los. Und die Taylor-Fans, sie beten. Sie haben alle Angst. Sie wissen alle, es wird heute eng. So, Taylor, das erste Mal mit dem Übergang in den Finish-Bereich. Und er tut es, wie er es immer tut. Er gibt einen verdammten Penny drauf, was dabei rauskommt. 163 bis 165 hat er locker drin. Aber er kann auch nur 166 und 168 stellen. Da hat er keine Schmerzen mehr. Anderson gefahrlos rübergehüpft in einen Zwei-Dart-Finish-Bereich. Nun kommt Taylor. Kann er da noch ein bisschen drücken? Ist jetzt ganz schön gestenreich unterwegs. Nicht so ganz so fokussiert in diesem Set, finde ich. Und jetzt zum x-ten Mal am Abwinken. Taylor so ein bisschen mit Enttäuschung in der Gange hier. Noch keine Ruhe, oder? Noch nicht so. Passt noch nicht so alles zusammen. Sondern müssen den Rhythmus gefunden worden. Schnelle 2-0-Führung hier im zweiten Satz. Für den Schotten. Für die aktuelle 2 der Schotten hinter Peter Wright. Und das ist der perfekte erste Dart für ihn. Das haben wir gerade in den Anfangsjahren immer gesagt. Er war lange Zeit der Einzige. Und er war ja vor allem auch in den 90ern wirklich seiner Zeit voraus. Er hat versucht, sich dieses schmale Trippelfeld noch mal zu halbieren. Er wollte immer unten ins untere Drittel werfen, damit er seinen zweiten Dart drauflegen kann. Punkte ist er weg vom Finish. 167. 107. Ja. Nummer 2 für The Power. Und damit kommt er zumindest wohl ja ran auf ein 1-2 in Legs. 2 Darts auf dem Doppel. Das ist die 15 für die Doppel 16. Die hat vor allem gestern fantastisch funktioniert. Tut sie auch hier. War ja mal so vor ein, zwei Jahren wirklich die Zicke im Spiel von Taylor. Immer wieder verpasst, immer wieder attackiert, immer wieder versucht und sehr oft enttäuscht worden. Das ist aber auch seine Hartnäckigkeit. Auch die Schwierigkeiten für ihn, sich auf irgendwas anderes Neues jetzt noch einzulassen. Er ist immer wieder mit diesen Bogey-Numbers unterwegs, genauso wie er stoisch seine Doppelwege verfolgt. Aber der Langzeiterfolg gibt ihm ja auch absolut recht. Dritte 180 zu einem perfekten Timing von Taylor. Er sah in diesem zweiten Set sehr relaxed aus, vielleicht ein bisschen zu relaxed. Und hat gemerkt, hallo, komm mal in die Spur hier. So ein bisschen performen musst du doch, sonst machst du es Gary Anderson zu einfach. Und der kann sich natürlich an seinen eigenen Leistungen hier auch ordentlich nach oben ziehen und nach vorne peitschen. Und schon haben wir es gesehen, switcht immer hin und her zwischen den beiden, so im Roundabout 5 bis 7, ist 8 bis 9 Punkte bei. Weiß nicht genau, was Anderson da stört, wenn der erste Dart runtergeht, guckt er kurz nach rechts und schüttelt den Kopf. Ist da vielleicht irgendeine Nervensäge an der Bühne am Kauen? Wenn wir die Averages sehen, ist es letztlich das, was Taylor auch gestern gespielt hat. Auf diesem Niveau groovt er sich ein. Perfekte 9 Darts. 46 Punkte, 9 Darts geworfen, ist ein 11 Darter möglich zum Ausgleich. 14. Und genau das versuchst du, wenn du gegen den Anwurf spielst. Du willst einen 12 Darter hinbekommen, klar. 11 Darts stark geht auch. Stark! Ja! Und das fühlt sich vor allem gut an. Da spürst du die Power. Entscheidungsleck. Guck dir die Fünfter an. Versuch, fünfter Treffer.
Ah, wieder rechtzeitig raufgesprungen auf das Powerrad. Gibt dem Anderson hier dieses zweite Set nicht ohne Fight. Aber auch der kann das, der Bursche, keine Frage. Auch der Kollege hat hier seine Pläne für die WM. Der Halbfinalgegner steht ja fest. Ja. Jamie, die Nummer 46 der Welt, der hier das Turnier seines Lebens spielt und der auch heute eine klasse Partie hingelegt hat gegen Devon Webster. Jamie Lewis. Normalerweise müsste der Sieger dieses Matches ins Finale einziehen. Normalerweise. Bei dieser WM ist gar nichts normal. Und Jamie Lewis darfst du nicht unterschätzen. Nein, der hat, das hat er bewiesen. Peter Wright rausgeboxt. Und in was für einer Manier. 2,41. Das ist nicht genug für Taylor. Schafft Anderson jetzt einen Finish-Bereich. Ja, guter Erster. Tolles ja. Timing von Flying Scotsman. Zweite 180 für ihn, 101 Rest. Und jetzt muss Taylor schon nachlegen. 140 kriegt er zwei Triple noch zustande. Also eines muss es schon sein. Ist es nicht. Sechster Finish. Er winkt schon wieder ab. Für Set. 41 Rest. Eins für die Doppel 20. Ja. Das 1-1. Gary Anderson kann sich dieses Entscheidungsleck holen. Und wir geben mal ab zu Sascha Bandermann, denn der hat Michael van Gerwen in the house. Also das scheint doch noch eine Rolle zu spielen. Natürlich spielt es eine Rolle. Er will die Eins in den Niederlanden sein. Ja. Und er will natürlich auch Raymond van Barneveld hier bei so einer WM bezwingen. Klar. Wir sind in Satz 3. Anderson hat ausgeglichen. Und Anderson hat das erste Leck jetzt also begonnen. 2007, also vor ja, gut 10 Jahren im September 2007, haben sie die beiden zum ersten Mal gegeneinander gespielt. Ich habe Anderson vor der WM mal gefragt, erinnerst du dich an das erste Match? Oh ja, da erinnere ich mich dran. Sie haben mir alle gesagt, ich war so heiß auf dieses Match. Und sie haben alle gesagt, den kannst du nicht schlagen, den Taylor. Und ich habe gewusst, ich werde ihn weghauen. Ja. Und er hat es getan. Er hat das erste Match tatsächlich gewinnen können, bevor es dann eine lange Niederlagenserie für Anderson gegen Taylor gab. Wie gesagt, inzwischen ist Taylor bei 39 Erfolgen und Anderson bei 17. Anderson nimmt so ein bisschen den Speed raus da mit seinem Anwurf, weil ihm Taylor zu nahe kommt. Wenn er zurückkommt vom Oki, dann fühlt Anderson den Taylor Hauch und da hat er keinen Bock drauf. Da verzieht er den ersten immer zu weit, also nimmt er sich ein bisschen mehr Zeit und wartet, bis Phil an ihm vorbei ist. Und Taylor guckt auch in diesem Leck paar Mal zum Oki, als wenn da irgendwie vorne was wäre, was die beiden ein bisschen stört. 96 Rest, Doppel 18, Doppel 9, hat Zeit, kein Finish für Taylor. Rest. Du willst es natürlich trotzdem jetzt klar zumachen. Na, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Druck reinlegen, Phil Taylor. Eine schöne 170 für 32 Rest. Ja! Hat er drauf, kann er, will er. 1, Doppel 4. 2 Darts, Doppel 2. Na, never give up. Und plötzlich ist Taylor da. Nach dieser tollen 170 hat Chancen auf die Doppel 16. Noch kein Fehler von ihm. Das war der erste Dart am Doppel vorbei. Und das auch gleich der zweite. Doppel 8. Oha. Break. Da ist aber. Oh, was habe ich da gemacht? Mit dem zweiten Dart wohl gesagt. Gerade doch gut gegangen für Taylor. Und das nächste Break gegen Anderson. Die allererste PDC-WM hat Taylor nicht gewonnen. 94 gab es ein 1-6 gegen Dennis Priestley, wie er selbst sagte. Damals eine wichtige Niederlage für ihn, weil er eigentlich dachte, er würde sie alle schlagen und das ihn so ein bisschen down to earth brachte, auf den Boden wieder brachte. Dann folgte eine lange, lange Siegesserie von 44 Matchgewinnen, WM-Matchgewinnen in Folge. Der holte 8 Titel nacheinander und die Serie wurde damals beendet von John Parts im WM-Finale 2003. Ja, man muss sich einfach tatsächlich, der gute Tipp von Max Hopp, schaut euch nur The Power, dieses Power auf seinem Rücken an. Das sind all die Titel, die er gewonnen hat, weit über 200 in seiner langen Karriere. Jedes einzelne Ding ist ein Titel. Jedes einzelne kleine Schriftstückchen da. Wahnsinnskarriere. Und auch hier kann er wieder Anderson ein gutes Spiel liefern.
Beide knapp um die 100 unterwegs. 102 zu 99 sozusagen. Und Taylor hier im Finish 159. Ah, der macht sein Maximum Nummer 4. Heute ist er ordentlich schnell mit den 180ern. Da sehen wir sonst meist hinten raus. 99 Punkte Rest. Das ist ein 3-Dart-Finish für ihn. Hat aber Zeit, weil Anderson nicht im Checkout-Bereich steht. Triple 19 getroffen. Also 10 für die Doppel 16. Ja. Jawohl! 2-0. Ja, dieses Shirt, das du eben angesprochen hast, Shorty, ist aktuell ausverkauft. Soll es ab Dienstag, ich weiß nicht genau, warum Dienstag, aber ab Dienstag soll es das wieder geben. Okay. Diese Darts, die er hier spielt, ist ja eine limitierte Auflage von nur 5000 Stück. Die waren sehr, sehr schnell vergriffen. Die hatten wir auch eine Zeit lang im Sport einen Star-Job. Aber es gibt selbstverständlich alles Weitere um ihn herum. Ich meine auch sogar einen Phil Taylor-Schal soll es geben. Und natürlich das WM-Starter-Paket und noch so ein extra Master-Dart-Box mit Dart. Ach, schaut eine CD einfach mal rein. Und weiß jetzt der Teufel, was heißt. Hiro-Schweine, eine CD, Schleifsteine. Es gibt da so viel Auswahl. Einfach mal durchklicken, draufklicken, einkaufen, fröhlich sein. Und die fünfte 180 von Philipp Douglas Taylor genießen. Seht mal, wie der sein Average hier gerade nach oben gepumpt hat. Jetzt wird breite Brust gefahren. Jetzt wird Stärke demonstriert. Nun will er dieses Set zu null. Er hat gestern in 4 Sätzen 480er geworfen. Da fällt ihm der Dart runter. Das ist kein Problem. Es war keine Wurfbewegung. Da war aufheben. Und nochmal werfen. 96. Sehr schön. Ja. Die rettet die Nummer hier. 100 Rest. 2 Dart Finish. Wie hart kann Anderson ihn jetzt attackieren? Schöner erster Dart. Mit einem Maximum. Nein, der haut abgelenkt. Ihn voll auf die Flights und ab. Dafür in die 1. Was macht Taylor? Ist das wieder ein Double Break Set für ihn? Oh, er versucht Top-Stops, aber das ist an und für sich nicht so sein Ding. Ist ihm gestern ja geglückt gegen King Brown und hat danach im Studio erzählt, das hättest du in den 80er Jahren niemals machen dürfen. Hättest du das gegen Bristow oder gegen Lowy oder gegen Jockey Wilson getan, sie hätten dich von der Bühne geholt. Das wäre respektlos gewesen. Und Anderson ist genau der, der diese Kombination eingeführt hat. Der damals ja auch versucht hat, es genau zum WM-Finale, zum Sieg zu checken. 3-0, da setzt er die Doppel 20 und holt sich die 2-1 Führung. Fans aus Schottland, die natürlich dem Flying Scotsman die Daumen drücken. Der lebt ja in England, aber er ist in Schottland geboren. Ja, schön hier von Taylor, guter Start. Er fordert das Maximum von Gary Anderson. Das ist der Average. Ja, Anderson auch heute. Jetzt so ein Prozent oder ein Punkt mehr als gestern. Aber noch nicht in seinem A-Game, noch nicht in seiner Comfort-Zone. Da fehlen noch ein paar Pünktchen. Da fehlen vor allem auch noch so ein paar 180er. Ja. Hier sieht man mal die Legs einzeln aufgeschlüsselt, die Sets vielmehr. Tolle Qualität nach dem Durchhänger im zweiten Set, so gesehen von Phil Taylor. Und Gary Anderson geht so Step by Step ein bisschen nach unten, die Konstanz. Mal sehen, wie Leg 4 sich hier gestalten wird. Oh, und noch ein Bouncer für Phil. Das sind keine guten Laune-Gesichter, die er da zeigt. Das kann er haben wie Schimmelbrot. Das mag er gar nicht. Zack. 144 ist sein Finish. Was macht Taylor mit 104? Sein Leg will das 1-0. 44 Rest. Die 12 für die Doppel 16. Ja. Nachdem die ersten 5 ja ohne Fehler im Ziel steckten, jetzt doch ein paar Problemchen. Ist aber auch nur zu normal. Du kannst keine 100% Quote spielen auf diese Distanz. Ich meine, du kannst schon, aber... Ja, das wäre wirklich ungewöhnlich. Doppel 8. Das wäre oberungewöhnlich. Also, Taylor. Mit dem vierten Leg in Folge, Fragezeichen. Doppel 4. So, und jetzt? Oh, Geschenke rübergereicht an Gary Anderson. Ja, jetzt ist es wirklich so der erste krasse Fehler. Hast eine 72% Checkout-Quote, Haus 3 vorbei und Anderson bedankt sich und schafft damit einen Break in diesem vierten Satz.
1-0-Führung. Vom Rücken her habe ich nicht den Eindruck, dass Anderson Probleme hat. Das fiel gestern schon auf, okay. Vor allem zum Ende hin, mhm, in diesem Match gegen Steve West. Er macht sich schon gerade, er steht bewusst sehr, sehr gerade da oben, lässt nicht die Schultern durchhängen und immer mal wieder ein kurzes Durchdrücken. Ist da, es ist halt angespannt, wenn eben du deinen Rücken bearbeiten, behandeln lässt, dann ist das halt so, wenn eine kleine Philippinin über deinen Rücken rennt, um den wieder gerade zu rücken, dann merkst du das abends, das fühlt sich halt wie so ein kleiner Muskelkater an genau den falschen Muskelpunkten, die du dann eben abends benutzen willst. Das kann schon mal hinderlich sein, gar keine Frage. Aber auf dieses Thema wollte er sich halt nicht einlassen, also werden wir das auch außen vor lassen. Wir sind ja hier nicht im Krankenhausreport, sondern auf der Darts-WM. Und nun geht's los, Taylor, ab in den Finishbereich. 68 Punkte Minimum, Anforderung an diesen Superstar. Prima. Der Andy Pelly. Taylor hat ein bisschen Zeit von der Uhr. Ja. Er macht so ein bisschen kleine Zappeleien. Er möchte nicht, dass Anderson in die Zone kommt. Er begreift das einfach noch nicht. Dass wenn du sowas mit Anderson machst, gibst du sofort einen auf den Deckel. Der steht auf sowas, wartet auf sowas, damit er sich schön revanchieren kann. Kein guter Plan, Phil. Ja, trotzdem, er weiß, dass Anderson den langsamen Rhythmus nicht so mag. Ja, das stimmt schon. Und das versucht er natürlich auch ab und zu ein bisschen auszukosten. Er mag den Andy Pelly ja gar nicht so sehr. Für Anderson ist es irgendwie die Bühne, auf der er seine größten Erfolge natürlich feiern konnte. Triple 18 für die Doppel 16 zum 2-0. Ja, lässt er aus. 42 Rest von Taylor. 10 Doppel 16. Ja, genau den Weg schlägt er ein zum 1-1. Aber der muss rein. Eben hat er schon Darts ausgelassen. Es ist die Doppel 8. Es soll die Doppel 16 sein. Jetzt fängt es allmählich an, ihm so ein bisschen zu stinken. Doppel 8. Doppel 4. 2-0. Ja, wollte ihm sagen, der Andy Pelly hat es irgendwie nie so angetan, Phil Taylor. Für ihn war ja das World Matchplay sein Lieblingsturnier. Ja. Und er sagt, ach ja, mein Gott, es ist Winter, es ist kalt und dann musst du nach London. Der in Stoke-on-Trent lebt, da nördlich von London, ein paar Autostunden entfernt. Der ja auch bis heute dort lebt und sagt, Mensch, ich komme daher, das kenne ich und das ist halt mein Zuhause. Und Anderson schafft die Voraussetzung mit diesem 2-0, hier in den Sätzen gleich auszugleichen. Eieiei. Das wird ein langes, hartes, kräftezehrendes Match für beide. Der eine nicht topfit, der andere halt schon ein bisschen mit Alter gesegnet. Also deshalb und dieser wegen werden sie beide ganz schön durchschnaufen nach dieser Partie. Die wird nicht in der nächsten Viertelstunde beendet sein. Ich habe heute extra nochmal nachgefragt bei der PDC. Was macht ihr eigentlich, wenn der Taylor verliert? Aha, und? Nichts geplant. Oh! Sagen sie. Ja, vielleicht geht er ja wirklich, und der ist ja einer, der wirklich keine Interviews gibt nach Niederlagen. Und der kommt dann morgen oder zum Finale ja wieder. Da müssen wir mal gespannt sein. Er wird, also den musst du ja verabschieden. Irgendwas wird es geben. Ohne Taylor säßen wir alle nicht hier. So sieht's aus. Ohne Taylor wäre auch der Dartsboom in Deutschland nicht zustande gekommen. Er hat in den 90er Jahren diesen Sport groß gemacht durch seine Brillanz. Anderson hier up and down, up and down. 95. Und das ist ein Finish. 199, 180 Rests, 120 Rests. Die 100 steht, die kannst du checken. 161 wäre schon mal ein Highlight, das wäre ein Hingucker, das wäre auch mal so ein Finish, mit dem du den Gegner so ein bisschen anpiekst und zeigst, schau mal, kann ich, mach ich, will ich, habe ich, tue ich aber nicht. Schade. Der hält sich 64, kann Anderson das jetzt hier, cool as a cat, zack, zack, zwei Darts wiederhören, machen, oder? Nein, tops, tops. Nein, auch nicht. Und ein paar nette schottische Worte hinterher. Ich freue mich, hat er gesagt. Ja, irgendwie oder so. Ich glaube auch. Ich finde es cool. Macht Spaß. Fantastisch, dass ich mir das für gleich aufgehoben habe. Doppel 8. Doppel 4.
Da macht noch mal ein Doppel von Taylor. Wieder eine Verlängerung raus. Anderson jetzt mit eigenem Anwurf. Will den Ausgleich. Jordi, wann hast du eigentlich zum ersten Mal Taylor wahrgenommen? Oh, da war ein kleiner Stöpsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe 83 angefangen, da zu spielen. Und kurze Zeit später gab es so ein paar schriddelige VHS-Kassetten, die man dann durchgetauscht hat in der Tauschbörse. Und dann ging das so langsam los mit Taylor. Und irgendwann krachte er ja in diese PDC rein mit einer Gewalt. Und dann kamst du ja nicht mehr an dem vorbei. Und dann hat man immer mal wieder so in den letzten 15 Jahren mal rübergeschielt zur PDC, weil das ja doch ein sehr eigenes Kokon-Ding war. Da drüben auf der Insel und auf einmal schafften sich die Möglichkeiten. Und man konnte mal mit Losglück gegen ihn spielen. Und das Geile an der Nummer ist halt, nie zu null verloren. Nie zu null verloren. Einmal sogar ein 6-5 geschafft. Aber dann im letzten Decider nicht mehr aufs Doppel werfen dürfen. Da hat er mir mal kurz gezeigt, was wirklich da ist. Aber es war immer ein Fest und eine Freude. Natürlich nie so nah an ihm dran, dass ich mich auf seinen Schoß setze und Selfies mache. Aber ein unwahrscheinlich respektvoller Dartspieler für mich. Einfach eine Ikone, eine Rakete. 88 ging es für Taylor los. Das war wirklich eine Zeit, als man in Deutschland sich noch wirklich davon VHS-Kassetten handelte. Die wurden zugeschickt aus England und wurden weitergereicht. Wenn du das Match gesehen hast, dann hat es der Nächste bekommen. Und ab und zu hast du auch mal drei, vier Taylor-Qualität auf der Bühne gehabt. Aber es gibt halt auch nur einen, der dann gleichzeitig drei Matches checkt, die du da siehst, nachdem du VHS geguckt hast. Also 60 Punkte Rest. Zum 2-2. Chance zum Break. Und dann hätte er Anwurf im Entscheidungsleck. Oha, 16 für Tops. Ja, einen Dart auf Tops. Hat länger nicht auf Tops geworfen, aber das passt. Und jetzt kommt schon ein ganz wichtiges Leck für Gary Anderson. Dieses Entscheidungsleck hier. Das hat er auch selber verbockt. Da kam er nicht mehr stabil weiter, Anderson, mit 2-0 Führung. Und dann kamen da Würfe wie 56, 39, irgendwo mittendrin. Und hat Taylor immer wieder so ein bisschen durchscheinen oder sich das angeguckt und sagt, ey, da ist ja doch noch was drin, das gibt's ja gar nicht. Okay, investiere ich doch noch mal Kraft in dieses Set und startet perfekt in den Decider. Fast perfekt, aber sehr, sehr gut. Ich warte irgendwie noch auf den Moment, in dem Anderson explodiert, ja. In dem Anderson noch was das mehr macht. Der spielt gut, aber er spielt noch nicht sehr gut. Und The Power nutzt das jetzt aus. Und das ist die große Klasse. Natürlich auch ein Teil seiner Erfahrung, jetzt hier im Entscheidungsleck diese 180 zu werfen. 184 Rest nach 6 geworfenen Darts. Und jetzt geht's rein in den Finish-Bereich. Schafft er sich nach 9 Darts ein 2-Dart-Finish zu stellen, dann ist das auch so ein Leck, da kannst du das als Gegner gar nicht gewinnen, weil er es einfach zu gut spielt. 84 Punkte sind ein 2-Dart-Finish. 180 muss es sein, wenn er noch eine Möglichkeit haben will. Und er bringt sie. Rechts war so viel Platz, da fährst du eine ganze Autokarawane durch. Und er schraubt wieder auf seinen Flight und er geht wieder rüber in die 5. Ärgerliche Situation für Anderson. Und Taylor auf 64. Business as usual, 32 stehen lassen und abwarten, was der Gegner macht. Der kann sich nur stellen. Taylor jetzt mit der Chance, hier auf 3-1 zu erhöhen. Dann würden ihm noch 2 Sätze fehlen. 3 frische Junge, Doppel 16. Macht er. Oh. Doppel 8. Oh, da war er schon los. Weg. Das gibt's ja ganz selten von ihm. Ja, oh, der ist Tom Taylor. 3-1 Führung für The Power. The Power hier im letzten Viertelfinale gegen Gary Anderson. 3-1 führte ja auch Michael van Gerven gegen Raymond van Barneveld, als der plötzlich in die Spur kam, ausgleichen konnte und am Ende dann doch das Match verlor. Und er ist natürlich bedient. Hab jetzt eben auch noch mal ein paar Zeilen und Worte von ihm lesen und hören können. Sagt, war eine unglaubliche Spannung anfangs. Das war eine ganz eigenartige Stimmung. Das hat ja auch van Gerven gesagt. Wir sind beide irgendwie nicht reingekommen in das Match. Ja. Es war halt einfach so ein
fetter Blockbuster. Das war so ein Match, auf das halt alle gespannt sind. Ja. Und diese Energie transportieren dann auch die Fans. Und das erlebt halt Phil Taylor nun bei dieser kompletten WM. Sascha fragt nochmal nach, wenn Taylor jetzt Weltmeister wird zum 17. Mal, dann kann er doch nicht aufhören. Doch, er hört auf. Er hat gesagt, er lässt den Pokal auf der Bühne stehen und geht. Das wollte doch nicht, dass der Titelverteidiger im nächsten Jahr nicht da ist. Doch, das wollen wir. Das wollen wir. Es wäre eine unfassbare Geschichte. Was für eine Situation. Du hast so eine Karriere, du spielst dein letztes Turnier und bist imstande, es noch zu gewinnen. Ja, was für ein Ende wäre das? Also, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Das wäre das Bild für die Jahrtausende. Bull für Taylor, deutlich überworfen. Er zeigt es an, was er von diesem Wurf hält. Schöner Flatterhand ist aber kein Dart, war das. Oh, und Anderson wieder nicht da, wo er hin will. Das sieht, zwei, sieht oder? Dann nach 2 aus. 88. Ja. Ja, auch der Rettungsanker Doppelmensur. Damit ist das die Breakchance für Taylor. Ja. Ja, wenn Taylor hier das 4-1 machen kann, dann müsste er doch eigentlich durch sein. Doppel 19. Er ist auf die Doppel stabiler als Anderson. Und er scored auch besser. Und wieder 4 Lecks in Folge, die in Richtung Taylor gehen. 2-0 für Anderson in Lecks. 1-2 Blacke in Sets hinten. Und jetzt wird es immer dunkler und dunkler für den Flying Scotsman, weil Taylor kommt in seine Zone rein, wie er die Triple 20er treffen will. Und die Freude über die Bouncer wird immer größer bei ihm. Anderson ist ja noch so ein Typ, alte Schule, einer, der nicht die Emotionen so lebt, der ja, einfach ein Match Start spielt. Da gibt es auch keine Spielereien, da gibt es auch keine Tricks, der marschiert einfach. Taylor hat sich ja immer wieder an Leuten wie Kim Heibrechts, wie von Gerven gerieben und hat immer gesagt, das mag ich nicht, das ist mir zu much, das ist nicht respektvoll genug. Anderson ist ein ruhiger Kollege. Jamie Lewis wäre es auch, ja, im Halbfinale, ja. Auch kein Poser. 183, nur 58 Punkte, Möglichkeit für Anderson. Und wieder fünf, geht der Erste in die 5. Viele Probleme mit dem ersten Dart für Gary Anderson, mit Abstand, nee, nicht mit Abstand der Schwächste. Der Erste und der Dritte konkurrieren da darum, das sind beide so um die 30 Punkte. Wie er mit diesem Dart erzielt, da ist Taylor bei 35 Punkten und mit dem letzten bei 36 Punkten und so kommen immer wieder diese Möglichkeiten für Taylor zustande. Und er macht das gut hier. Ja. 2 Triple, hat 49 Rest. Anderson kann die 142 nicht checken. Möglichkeit, die Führung auszubauen. 17 für die Doppel 16. Doppel 16. Ja, Doppelquote steht bei 50%. Hat noch 2 in der Hand. Müsste eigentlich einer drin sein. Ja. 2-0. Fünfte Leck in Folge für Phil Taylor. Die Krise ist ja, seit dieser 2-0-Führung im vierten Set bei Taylor zu Hus. Und irgendwie funktioniert es seitdem nicht mehr. Und Taylor schnappt sich Leck um Leck um Leck. There's only one Phil Taylor. You're right. So, und übrigens auch diesen Zwischenstand hatten wir ja bei Van Gerven und Van Barneveld. Der lag ja tatsächlich auch mit 0-2 zurück und holte sich dann noch diesen fünften Satz. Anderson ist jetzt bei 265. Diese Momente können immer wieder entstehen, auch wenn Anderson mich irgendwie nicht überzeugt. Weil er nicht glüht, weil er nicht griffig genug ist, weil er es nicht unbedingt will. Das ist zumindest mein Eindruck. Da fehlen so ein paar Prozent. Oder, wie du schon angedeutet hast, dieses Thema Schmerzen im Rücken beschäftigt ihn doch mehr, dass er sich doch nicht so da reinhängen kann in diese absolute Bewegung. Dann lenkt sich auch ab, des oder? Arms, genau. Und dann hast du eben halt ja, diesen halben Zentimeter an Ungenauigkeiten, wo er dann immer wieder in der 5 landet. Und sich dann natürlich darüber ärgert, dass er wieder nicht durchgezogen hat. Und viel mit sich selbst beschäftigt, gar nicht so groß mit dem Spiel von Phil. Also, 2 Dart-Finish für Phil. Dann würde er dieses Set wieder mit 2 Breaks gewinnen. Und dann sind wir bei 2, 4, 6, 7 Breaks für Taylor.
80 geworfen, Doppel 10. Ja, unfassbar. Das ist das 3:0. Den zweiten Satz holt sich Taylor hier zu 0. Das geht zu schnell. Das ist zu einfach für The Power. Er braucht jetzt nur noch einen Satz. Und dann hätte er tatsächlich diese Riesenhürde überstanden, von der so viele gesagt haben, er wird rausgehen in diesem Moment. Für Satz Nummer 6. 4-1 liegt er vorne. Er kontrolliert diese Begegnung gegen Gary Anderson in einer Deutlichkeit, wie man es nicht erwarten konnte. Ja, das stimmt allerdings, aber auch viele Fehler von Anderson. Ja, viele Fehler. Nochmal, Taylor spielt das, was er auch gestern gespielt hat. Da war es ja ein 4-0 über Keegan Brown, der aber auch in der Weltrangliste dann deutlich hinter ihm steht, als Nummer 58 der Welt. Anderson steht vor ihm, 3 Plätze vor ihm. Kann der hier jetzt noch mal ein Comeback schaffen? 60. Ja, ist für beide eine schwierige Situation. Raymond van Barneveld hat heute ein sehr teures Match verloren. Er war ja nun auch ständig im Halbfinale oder Finale dieser WM. Und Anderson die letzten 3 Jahre auch. Auch er wird ordentlich einbüßen, wenn er jetzt hier rausmarschiert. Bin gespannt, wie hat sich das verändert da, weiß ich noch nicht. Bei Barney. Ja, das letzte Mal, dass er nicht im Finale stand, war 2014, bei der WM 2014 vor 4 Jahren. Da verlor er im Achtelfinale. Hatte ja 2011 schon sein erstes WM-Finale, Gary Anderson. Damals gegen Jackpot Adrian Lewis. Das war ja das Finale, als Lewis dann zum ersten Mal und bis heute einen neuen Darter im Finale warf. 54. Die Revanche kam vor 2 Jahren, als Anderson dann Lewis noch mal bezwingen konnte. 273. Bleibt da oben, wird kein... Oh, 55 Punkte nur, das war keine gute Aufnahme. Das war jetzt mal eine Chance für Anderson, der sich jetzt hier reinspielen kann. Aber auch er verreist nach links. 25, 44. Das ist natürlich zu wenig. Er nutzt auch nicht die Momente, in denen Taylor patzt. Da kommt von Gary Anderson ganz einfach zu wenig. Ja, immer noch mal so einen kleinen Trippeltreffer dabei. Jetzt noch mal hier wieder ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Weiterhin Anderson mit sich selbst beschäftigt. Kann nicht genug gute Momente für sich kreieren, um da mal irgendwie den Turbo zu zünden. Und Taylor spielt es mit all seiner Erfahrung dann halt runter und sagt, na gut, dann machen wir es halt so. 93 noch, 74 und jetzt wird es mal Zeit für die Gary Anderson Show. Kleines Break oder sowas. 115 Punkte, jawohl. 55 Rest, 15 für die Doppel 20. Ja, na bitte. Er zeigt es selber an. Da geht doch. Ist doch nicht so schwer. 1-0. Gleichzeitig ein Break. Und eines steht auch fest. Sollte er dieses Match verlieren gegen Taylor, würde er trotzdem die Nummer 3 der Welt bleiben vor Daryl Gurney. Aber dann wäre der Abstand verdammt groß zu Peter Wright. Der würde dann so rund 300.000 Pfund betragen. Oha. Das ist mal eine richtige Lücke dann. Also Van Gerven führt mit rund 1 Million Pfund vor Wright, der Nummer 2 der Welt. Und Anderson dann nochmal 300.000 dahinter. Und dann jetzt kommt Gurney mit nochmal 40.000 Pfund weniger, die ja in den letzten 2 Jahren eingespielt wurden. Taylor ist jetzt aktuell die 5, wenn man all die Ergebnisse mit einrechnet. Also zurzeit ist er die 6. Er wäre die 5, aber Taylor, er soll ja wohl die Tourcard tatsächlich zurückgeben. Das hat wohl Barry Hearn in einem Interview gesagt. Er könnte sie ja einfach behalten, dann würde er auch in der Rangliste bleiben. Aber nein, er will wohl tatsächlich sagen, das Abschluss. War's. Es ist Schluss. Abschluss für sich selber finden, Karte zurück, damit ein neues Talent sich ausprobieren kann. Und er geht auf Exhibition und Welttour sozusagen. Er wird sich überall nochmal zeigen. Tolle Einstellung auch von ihm, dann sagt er, komm hier, dann nimm hin die Karte und lass gut sein. Ja, denn das heißt ja auch, dass die Nummer 65 der Welt dann die Karte bekommen wird, die Taylor abgibt, der rutscht ja dann hoch. 141. Weil er sich schon vor Q-School angemeldet hat. 121, 102. Oh, das sind ja, manchmal sind da Würfe bei, da kratzt man sich die Hirse, wie sie auf einmal irgendwie es nicht schaffen, von 72 auch nur einen Dart auf den Doppel zu feuern.
weil sie die 32 Punkte nicht performen können. Nicht die beiden, sondern so die ganze Zeit so gesehen, den ganzen Tag über. Und dann sind sie wieder eine Viertelstunde lang so brillant, dass du dich wunderst, dass sie überhaupt irgendeinen Fehler machen. Up and down in dem Spiel von Gary Anderson. Das sind auf jeden Fall jetzt zwei irgendwie simple Legs für Anderson gewesen. Schnelle Leggewinne. Und er hat die Möglichkeit, hier auf 2-4 heranzukommen. Gary, Fangesänge, haben wir noch nicht allzu viele gehört. Immer wieder bei einer 2-0-Set-Führung von Gary Anderson gibt es einen Ruck durch Taylors Body und er kommt in die Triple wieder rein. Und hier wieder genau, wir sahen jahrzehntelang der erste Dart von Taylor da unten in das Triple 20er Feld. In der unteren Hälfte auch mit der 19, wie ihr es gesehen habt. Genau diese Höhe sieht er an und komplett anders steht der Dart im Board bei Anderson, der immer wieder gegenwerfen will, gegen den Flight reinrutschen lassen, gerade wenn der erste perfekt steht. Und ist natürlich stinkig über die Ausbeute. Der erste ist Triple 20 und es kommen noch 21 Punkte dazu. Und Taylor läutet hier im Final Call ein für dieses Leck, aber trifft die Doppel-12 nicht. 63 Punkte braucht Anderson noch, um den Finish-Bereich zu knacken. Hat er gemacht von André. 24 Punkte Rest, Doppel-12 zum 1-2. Ja. Das ist und bleibt die große Stärke im Spiel von Taylor. Diese Konstanz auf die Doppel. Gestern 63%, jetzt 52%. Und wir haben offenbar Zeit für den sport1.de/dartshop. Ihr wisst schon, Equipment, Boards, Darts. Gute Laune. Ja. Spaß. 980 von The Power. 13. Match, also mit Abstand die meisten 180er jetzt auch geworfen hier bei dieser WM. Das wär's noch. Der fehlt ihm ja. Dieser Neuner hier bei der WM fehlt Taylor noch. Irgendwie kam dieses, das wär's noch so ein bisschen, als wärst du darüber böse. Also ich glaube nicht, dass du darüber böse wärst, wenn Nein. der Neuner spielt, aber das war positiv gemeint. Das wär's noch, denke ich, was? Das wäre doch genau das Richtige, was hier nochmal die ganze Meute im Hintergrund hier auf die Stühle treibt. Ein kleines 180er Battle von Taylor und von diesem großartigen Gary Anderson, der hier noch nicht so zum Zuge kam. 141 für Anderson. Trainingslager für den Neuner abgebrochen, weil er das Dribble mit dem zweiten erst erwischt. 61 noch. Und ja, jetzt das Break machen Shorty und dann hatten wir das Entscheidungsleck, dass Taylor beginnen würde. Und dann haben wir ein Déjà-vu nach dem anderen für Gary Anderson. 2-0 in Sets führen und das x-te Set vielleicht ob die Mütze kriegen. 46, 6 für Tops. Ja, das ist die 6. Und das ist Tops. Und das Set. 2-4. Keine Pause, es geht weiter. Anderson eröffnet und auch mal so ein kleines Lächeln da im Gesicht bei Gary Anderson. Ja. Hat wohl gerade in den Entschluss gefasst, okay, dann gibt's jetzt nochmal alles, was ich da habe. 96 Punkte zum Starten in Set Nummer 7. 99. Da unterbricht er auch den Rhythmus, weil er es selber nicht glauben kann, dass er eben so abhaut. Das ist erstaunlich. Wir haben das eigentlich im letzten Jahr immer wieder mal thematisiert, als Anderson erst so kurz vor der WM wieder zu seiner Form fand und dann so eine tolle Weltmeisterschaft spielte. Ja. Damals haben wir schon die Frage in den Raum gestellt, reicht das, dass du wirklich nur so ein paar Wochen vorher es erst hinbekommst? Kannst du dann konstant gut spielen auf diese großen Distanzen? Heute müssen wir irgendwie sagen, nee, eine Leistung, die vielleicht auch in das gesamte Jahr von ihm passt und eine Leistung, die er irgendwie auch ähnlich 10. gespielt hat in den Runden zuvor. Zweistellig 180er von Phil Taylor.
Das hat auch Seltenheitswert. Machen wir mal ein Kreuz dran. Normal spielt der Kerl 171, 174, 177 am laufenden Band, aber wenig 180er. Heute laufen sie. 78, was wird er tun? Er wird sich top stellen, er hat Zeit, braucht kein Risiko gehen. Shorty Waller aber auch einen perfekten ersten Darter. Der hat einen Schnitt in den ersten Dart von 36 Punkten. Wenn es gut läuft, bist du so bei 32, 33. Richtig. Alles, was über 35 ist, wird wirklich sehr gut. Und wir haben auch schon Spieler hier gehabt, die so einen Schnitt von 24, 25 hatten. Das gibt's auch. Doppel 20, da war er schon fast wieder auf dem Weg zum Board. Doppel 10. Ja, Break. Das Break für Taylor. Zwei Legs ist er weg. Vom Halbfinale gegen den jungen Jamie Lewis aus Wales. Hat den übrigens zweimal gespielt und zweimal gewonnen. Einmal 6-1, einmal 6-0. Ja, aber dieser Jamie Lewis ist komplett ein anderer. Der hat sich bei dieser WM dermaßen neu erfunden und auf ein Level gestellt, was einfach einem die Augen aufreißen lässt und sagt, bitteschön, wo hattest du diese Energie die ganze Zeit versteckt? Lass es mal richtig rocken. Also natürlich wird das eine Emotionskiste für den jungen Mann, wenn er gegen den großen Taylor im Halbfinale einer WM zockt. Aber ich glaube nicht, dass er so komplett chancenlos sein wird. Vorausgesetzt natürlich immer, dass Taylor sich jetzt hier am Ende dann auch durchsetzt gegen Anderson. Ach so. Ja, ja, das müssen wir natürlich noch abwarten. Das ist ja keine Frage. Ja, Anderson hat ja immer noch vielleicht Ideen. Okay, das habe ich gar nicht bedacht. Ja, das habe ich mir gedacht. Deswegen helfe ich ja gerne. Ich bin ja so nett von dir. Kein Problem. 100 Punkte, 221. Immer wieder der Griff, auch das so ein Ritual bei Taylor in seiner rechten Hosentasche. Dieses Wachsplättchen befindet sich dort. Einmal drüber streifen, um guten Grip zu haben. 100 Punkte, 247 Rest. Anderson jetzt 51 Punkte weg, 161 Rest. 141, kriegt dann noch ein Triple. Ja, macht 81 Punkte. Damit ist er gut unterwegs, um dieses eben kassierte Break gleich wieder zu korrigieren. Und das ist wichtig. Er hat ja nicht viel Zeit, das zu tun. Er muss diesen Satz ja holen. Sonst ist er raus. Taylor, 152 über. Spielt das noch eine Rolle? Zwei Darts auf Doppel 12. Jawohl. Schöner Elf-Darter von Anderson, um wieder in die Spur zu kommen. Zwei Triple getroffen. Guter Beginn von ihm. Taylor ein bisschen niedrig, ein bisschen wenig Druck im Ärmchen. 100 Punkte holt er sich. Ja, wenn das 3-4 kommt, dann weiß auch Anderson, dass hier noch was gehen kann. Dann fühlt sich das auch für The Power nicht mehr ganz so gut an. Das ist ja das Problem an Erfahrung, dass du auch schon weißt und erfahren hast, dass du Matches dann auch noch verlieren kannst. Die Ungestümtheit geht dir verloren. Und dann 41 für Anderson und 133 braucht Phil noch. Oh, er geht diesmal runter. Ich sagte ja, er spielt sehr gerne 177er und 74er und sowas, weniger 180. Triple 19, und hier hat er sogar ein tolles Finish gestellt. 126, könnte das dritte Break in Folge sein in diesem siebten Satz. Und dann ist es nur noch ein Leg für Taylor. Triple 19. Ja, fürs Bullseye. Das wäre noch mal ein Highlight. Mitten rein ins Board. Oh, war das die Entscheidung hier in diesem Viertelfinale. Dieses 126er Finish vom Großmeister. Da zeigt er noch mal, was er für eine Power hat. Die letzten sechs Darts waren 303 Punkte. Perfekt performt von ihm hier. Drittes High-Finish von Taylor. Only one. Und er startet mit der 180. Und jetzt wird es eng für Gary Anderson. Nummer 11. Jetzt will Taylor die nächsten Schritte gehen. Und Anderson bleibt dran. Oh, so eng haben wir sie noch nicht zusammen gesehen bei ihm. Nein, jetzt das rennt ist doch hier oft so ein Moment, wo man sich hochschaukelt. Ja, genau. Schade, aber wir haben da noch eine Chance.
Der heißt Flying Scotsman und vielleicht das für ihn jetzt die Plattform. Oh, hauer, hauer, ha. Oh, korrigiert sehr stark. 16 Punkte. Oha, selber 76. Was geht da jetzt bei Taylor? Wo kommt er an? Taylor will das Finish, eine 100. Ja. Der ist ihm zu hoch, er muss runter. Den kann er nicht mehr drauflegen. Das sind 39. Das 203. Sind 58. Ja, da kratzt er sich kurz an der Platte. Da weiß er selbst, das war nicht gut, das war nicht genug. Vor allem dann nicht, wenn der Gegner da ist. Jetzt sieht es schon nach einem weiteren Entscheidungsleck aus. Und er lächelt. Das ist ein Wahnsinnsniveau, was die beiden jetzt wieder erreichen. Das geht immer klick, klack, an, aus. Manchmal sind das Lecks, wo man sich wundert. Und manchmal gehen die so in einem Guss. Ja, da reden wir nicht mehr drüber. Da zweite schlechte Aufnahme in Folge, 163, jetzt auch noch 6 Darts Zeit, 80 Punkte noch übrig, jetzt sind 60. Er bekommt gleich 3 Darts auf sein Lieblingsdoppel, die Doppel 20. Taylor darf sich was stellen. Er lässt also die Chance aus, wieder, das Match jetzt bei eigenem Anwurf zuzumachen. Davon gehen wir zumindest mal aus. Doppel 20. Aber er ist ja brillant im Break hier unterwegs, hat er ja gar kein Problem. Also von daher ist das hier auch noch nicht gegessen. Das vierte Break in diesem siebten Set. Wer hier Anwurf hat, hat die größten Schwierigkeiten. Und nun ist es Anderson, der hier versuchen muss, seinen Auftrag durchzubekommen. Ja, 2 Triple. 137 Punkte. Das muss Taylor erstmal schaffen. Das Triple bringt ihm nichts. Das sind 35, bringt ihm auch nichts. 92 sind es am Ende. Anderson kann das Leck von vorne spielen. Jetzt kann er den Takt angeben. 99. Nochmal die Averages auf die Sätze verteilt. Das haben wir schon gesehen, dass Anderson sich in den ersten 3 Sätzen peu à peu verschlechtert hat. Von 102 auf 92. Inzwischen sind wir im siebten Satz. 60. Satz 5, der beste von Taylor in dieser Partie. Ja, der zeigt eigentlich gerade an, dass diese 60 ihm als dieses Set kosten werden, weil er nicht Schritt halten kann. Und in dem Moment macht Anderson wieder die Tür auf und sagt, komm doch mit, lass es uns knapp machen. Unfassbar, wieder diese Chance ausgelassen von Anderson. Der ist gut. Und Taylor sagt sich, na gut, dann gehe ich halt mit. 209. Jetzt muss Anderson einen tollen Moment für sich bauen. Und da ist es ein guter Start dafür. Das sind 140. Ja, die Spitze berührt das Board und wird damit also gewertet. 81 Punkte Rest, das ist ein 2-Dart-Finish. Das versucht auch Taylor jetzt hinzubekommen. Oh Mann, so allmählich, Shorty, wird es kribbelig. Ja, die extra 20, jetzt, die er da hatte. Jetzt ist es so, die Phase, Taylor kann das Match zumachen. Ja, und er stellt sich Anderson hin und wartet. 81. Die schwersten Darts jetzt für Anderson, Doppel 12. Oh, ich glaube, den macht er. Ich glaube leider auch. 3-4, zweiter Satz in Folge für Anderson. Taylor ist noch nicht im Ziel. Wir erleben gleich einen 8. Satz. The Power, lass es hier bloß nicht zu einem Entscheidungssatz kommen. Ich bin sehr gespannt. Kann er jetzt den Deckel draufsetzen? Er eröffnet das erste, das dritte, das fünfte Leck. Jetzt ist es eigentlich die Chance, hier alles klar zu machen. Ja, die Frage wird wirklich sein, wie viel Kraft hat Anderson jetzt? Wie sehr kann er da jetzt noch gegenhalten? Taylor feiert hier ja nicht gerade ein absolutes Festival, aber er ist einfach den Tacken besser. Aber lange weit weg von Dominanz. Trotzdem 102er Average, 53% Doppelquote, gute Werte für Taylor. Dieses 126er Finish gespielt. Das war brillant. Aber er muss es jetzt gut hinbekommen. Set-Modus ist eine Frage des Timings. Und jetzt ist natürlich Crunch-Time, das ist klar. Yep. Jetzt wird es wichtig. Jetzt muss er da sein. 140 Punkte von Anderson. Na, der nähert sich jetzt hier auch der 100 vom Average her. 121 Rest. Er hat das Finish stehen.
Henderson irgendwie so ganz lautlos ist er so rangekommen, oder? Ja. Ohne, dass er jetzt die vielen 180er geworfen hat oder spektakuläre Finishes hingelegt hat. Auf einmal ist er aber da. 101 Rest, Triple 17, 84 Rest. Taylor darf auf die Doppel 19, wenn er will. Nicht wenige spielen die 3 für die Doppel 8. Nee, er geht drauf. Boah, hat Angst, die einfache 19 zu erwischen. Nähert sich von außen an. Die Situation kennen wir, dass er 2 Legs entfernt ist. Mhm. Trotzdem war das brillant von Taylor, weil er wieder das untere Eckchen dieses Doppelsegmentes anvisiert hat, damit es ja nicht losmarschiert. Ah, Steffen! Oh, ist denn heute schon Essen angerichtet? Ich hab Hunger. Das freut mich. Ja, das wäre auch was für Schlag, den Hensler. Ah. Er ist ja selbst an, der hat ja selbst ein paar Pfeile mal geworfen und war gut dabei. Hashtag Darts WM. Hier von Taylor. Will er noch mal sehen, ob Anderson dieses Leck auch durchhält? Ja, ich denke doch. Oh. Ich denke doch. Achte, ja. 180 von Gary Anderson. 112 Rest. Aber der muss in diesem Set auch das Break erwischen, der Anderson. Trotzdem, je länger dieses Spiel andauert, desto besser wird Anderson. Ja, das stimmt. Ich mache mir jetzt so allmählich ein bisschen Sorge. Taylor muss jetzt den Sack zumachen. Der braucht dieses 5:3. 112 Punkte checkt. Der Flying Scotsman zum 1:1. Die eigenen Legs durchbringen. Dann hat er diese hohe Hürde genommen. Dann hat er diesen ersten großen Test bestanden. Und zwar mit Bravour bestanden, Phil Taylor. Aber jetzt auch nicht auf der Zielgeraden irgendwie ins Stocken kommen. Ja, wir sind jetzt im 32. Leck. Langsam wird das ein Kraftakt hier für Taylor. Langsam kommt er genau an die Grenzen, die er beschrieben hat. Weil wenn du so ein Finale auch in 6 Sets, und jeder hat seine 6 Sets gewonnen, sind wir bei 12 Sets durch, dann bist du in seinem Alter schlicht am Ende. Das will er damit suggerieren. Hier wieder das, was angesprochen war. Er spielt sie so auf 177 und alle Möglichkeiten. Aber er hat heute 11 180er gespielt. 11! Und 2 High Finishes, wo sie wirklich Not taten. Guter erster Dart, klasse. Ja, genau, da ist jetzt Platz. Und da passt dann noch einer rein. Aber gerne. Nummer 12 bringt ihm 44 Punkte Rest, bringt ihm 2 Darts, um hier mit 2:1 in Führung zu gehen. Da kommt jetzt nicht mehr viel Gegenwehr von Anderson. Er scheint dieses Leg abgehakt zu haben. 12, Doppel 16, fröhlich sein. Wir gehen in das Doppel rein. Come on. Ja, wunderbar. 32. Leg. Habenseite. Er ist ein Leg weg von seinem 122. WM-Erfolg. Anderson will noch ein bisschen. Der letzte ging nicht gerade raus bei Anderson. Das hat nochmal gezwickt in irgendeiner Ecke seines Rückens. Der ist quasi abgestürzt in die Single 20 und jetzt hat Anderson Bock, Taylor natürlich Bock, das hier zu Ende zu bringen, aber nach dem ersten Dart kein weiterer Triple-Treffer für ihn. Dabei steckte der so gut. 109er Average jetzt hier in Satz Nummer 8, hohes Niveau, das von beiden gespielt wird. Ja, er will dranbleiben, er will jetzt den Druck hochhalten und das schafft er genau mit Aufnahmen wie dieser. 136 Punkte, 265, 161, 101 Rest. Ist der drin? Ich glaube ja. Nee, da war außerhalb der zweite. 140, also 81 bleiben stehen. Er hat das 2-Dart-Finish. Auf dem Weg zu 165. Ja, oder auch nicht. Ja, diesmal hat er es richtig rumgemacht und sogar noch ein bisschen mehr rausgeholt, als nötig war. Anderson 62, Bull für den Ausgleich. Der ist war nicht drin, das haben wir an dem Body Language gesehen. Jetzt kommt vielleicht der erste Matchstand und Taylor wird alles reinlegen, damit das hier vorbei ist und er nicht noch mehr Kraft verballert. 129 ja. Punkte Rest. 2:19 getroffen. Triple 16 für Doppel 12.
Oh, Tops! Doppel 16 für Doppel 20! Wahnsinn, das war der Nummer 1! Er hat sich das so heftig verbieten, Doppel-Doppel. Und dann will er diesen Matchstart gegen Anderson mit Doppel-Doppel. Was ist denn das für ein Weg? Doppel 20. Wow. Anderson trifft die Doppel 20. Er macht es diesmal besser. Und jetzt geht's rein in das Entscheidungsleck. Oh. Taylor hat Anwurf. Zum wiederholten Male die Chance, bei eigenem Anwurf das Match jetzt hier endlich ins Ziel zu bringen. Matchstart Nummer. Komm ran, Junge! Matchstart Nummer 1 versemmelt im vierten Leck des achten Sets. Oha. 46 Punkte. Das ist nix. Das ist eine ganz große Gelegenheit. Das sind 20. Das sind 39. Das ist auch nix. Das gibt sich. Die spielen das Entscheidungsleck des achten Satzes. Da kannst du mal sehen, wie sie beide doch mit dem Kopf da drin sind in dieser Partie. Wie sie beide doch mit diesem Kopf und mit all der Unzufriedenheit, die dieses Spiel auch aufgerufen hat. Es war nicht das Feuerwerk, was sie beide gehofft und erwartet haben. Es ist ein richtiger offener Fight. Und es ist jetzt für beide tatsächlich richtig schwierig, dieses entweder Ziellinie oder weitere Set. Die gute Aufnahme von Anderson. Er ist vorne, aber Taylor 341, 281, 62. Hat also zumindest jetzt einen Score, bei dem er weiß, wenn er ein Triple wirft mit der nächsten Aufnahme, hat er einen Finish. 140 macht 182, das sind 2-2-2. Chance bleibt. Jetzt erstmal Taylor. 261, 100. Eine 100 muss es jetzt sein, Shorty. Also ein Triple. Ja. Am liebsten natürlich zwei. Eine 121 kannst du checken. Der ist ziemlich weit weg von der Triple 20 und der ist auch drüber. Das ist nicht Taylor-esque. Das ist jetzt eine Gelegenheit für Anderson. Jawohl. Als Erster in den Finish-Bereich zu kommen und den dritten Satz hier in Folge zu gewinnen. Das sind keine runden Bewegungen bei Anderson. Da ist der Zweite ein bisschen mit hinchippen und hoffen, dass der ins Triple geht. Der fliegt runter. Der Dritte auch einfach nur satt in der 18, ohne das Triple wirklich attackiert zu haben. Das war so ein hoffentlich kriege ich meinen Finish. Nach dem ersten Dart, der auch sehr weit oben übers Triple landete für Gary Anderson. Kann Taylor da jetzt rein in den Zweidart-Bereich? Nein, nur 39 Dinger. Ja. 96 macht 105, ist auch noch ein Brett. Ich habe das Gefühl, er hofft mehr, dass er das jetzt hinbekommt. Er hat plötzlich Sorge, dass er das nicht schafft und fängt an zu grübeln. Ja, und hinten 40, 124, 104 Rest, 105 für The Power. Produziert er jetzt Chance. 129 hatte er eben und hatte seine Chance auf Doppel 20. 105. Macht nochmal den Gang zum Tisch, nimmt sich Zeit. Und jetzt mit aller Ruhe und aller Kraft, aller Power. 48, 16, Doppel 16, Party. 8 für Tops. Zweiter Matchstart für Taylor. 64. Den kannst du nicht knapper drüber werfen. Nein, aber den kannst du nicht knapper da drüber werfen. Die letzte Tür offen für Anderson. Das muss jetzt funktionieren für ihn. 84. Nee. Nein. 79. Drei weitere Matchstarts für The Power. Die Matchstarts 3, 4 und 5. Get over the line. Für Phil Taylor. Schmeiß ihn da rein. Top. Und dann sehen wir ihn morgen wieder. Doppel 10. Ja, oha, er hat ihn geschafft. Unglaublich. Taylor bezwingt Gary Anderson. Das Märchen geht weiter. Jawohl. Diese verrückte Geschichte bei seiner allerletzten Weltmeisterschaft eventuell noch den 17. Erfolg zu holen. Es hört das auf. War der große, große Test für ihn. Und vielleicht war das der entscheidende Schritt, um es hier nochmal ins Finale zu schaffen. Morgen wartet ein junger Kerl, 26 Jahre alt, Jamie Lewis aus Wales, der zwar Peter Wright geschlagen hat, aber für den das vielleicht auch ein bisschen zu viel wird. Mein Gott, Taylor steht im Halbfinale, Shorty. Wenn das nicht das Taylor Wonderland ist, unfassbar. Ist dann ist 57 das Jahre Wonderland. Alt und er kriegt das irgendwie hin. Dabei ging es so holprig los in Runde 1. Oh, und auch Gary Anderson schnappt sich das Board und sagt, nee, das ist meins, Freunde. Das auch er will seine Memories. Ja. Glückwunsch, Phil Taylor. Wieder einmal brillant. Ich habe versucht, ihn weiter einfach unter Druck zu halten.
Ja, er hat auch so ein bisschen Probleme gehabt, zuletzt noch Geburt des Kindes, und das war im Krankenhaus. Was für ein Gefühl ist das, wenn die Fans den eigenen Namen singen? Ja, ich mach das jetzt seit 30 Jahren mit. Irgendwie kenne ich es und ich liebe es. Ist emotional, oder? Ist das schwierig, die Emotionen zu kontrollieren? Also, mir geht's wirklich gut, mach dir keine Sorgen. He's going to buy me a Rolex watch if I win the World Championship. Just two more games starting tomorrow against Jamie Lewis. Just give zwei us a call or two on that. Weitere Spiele morgen gegen Jamie Lewis Halbfinale. Nowhere, really. And what I love you lad as well. Do you know what I mean? There's no. Ein feiner Kerl. In the practice room, you don't even know he's there. He's wenn er im practice room ist, dann bekommst du ihn gar nicht mit. Ein ganz leiser Kerl. He wants to win the World Championship. Er will die Weltmeisterschaft gewinnen. This is life-changing. Und das ist okay. Dafür kann ich ihn nicht verantwortlich machen. Dafür ist er hier. Thanks for talking. Just look forward to seeing you play a semi-final tomorrow, another semi-final. In the meantime, just enjoy listening to them singing your name. I can't believe it. Absolutely. Thank you. Thanks, Phil. Thanks very much. Phil Taylor. Shorty, ja. Da war ein bisschen Wasser in den Augen. Ja, ein sehr glücklicher Phil Taylor, ja. Emotionsbombe, du kannst nicht alles vor Pferden halten, und wenn die ganze Audience hier steht und deinen Namen bögt, dann geht das ja auch in 30 Jahren nicht spurlos an dir vorbei. Das sind Dinge, die er wird er vermissen. Deshalb denke ich auch, macht er diese ja, Husarenakt mit den ganzen Exhibitions, um einfach weiter dieses Gefühl zu leben. Was für ein cooles Match von Phil Taylor. Wirklich. Wahnsinn.